Willkommen zur Coffee Lecture. Robert Feustel, mein Name. Ich arbeite im Academic Lab und mache da Workshops und Beratungen, wie einige andere auch. Und heute geht es um eine Coffee Lecture zum Zitieren. Das wird so eine Art Schnellbesolung Zitieren. Der Einstieg für den Einstieg. Zitieren ist ein ziemlich weites Feld. Ich habe das reduziert, weil wir wollen ja nicht viel länger als 10 Minuten, vielleicht 15. Deswegen habe ich tatsächlich nur drei Themen mit. Das erste Thema ist, was zitieren wir? Das zweite ist, warum zitieren wir eigentlich? Und das dritte ist, wie zitieren wir? Wie gesagt, alles wird nur so in Ansätzen verhandelt. Es geht überall noch genauer und in die Tiefe. Das werdet ihr oder sie beim Studium dann schon noch mitbekommen. Man lernt das auch so on the fly, im Studieren sozusagen. Erster Punkt, was zitieren? Wir zitieren im Wesentlichen drei Texttypen. Es gibt viel, viel mehr, aber die drei sind die Haupttexttypen. Das eine sind Monographien. Das sind also Bücher, die aus einer Feder kommen, manchmal auch von mehreren Leuten geschrieben. Aber es ist halt eine Feder, weil sozusagen die Autoren ihre Kompetenzen mergen und einen Text gemeinsam verfassen. Das ist eine Monographie. Der zweite Texttypus, der sehr häufig vorkommt, sind Texte in Sammelbänden. Da gibt es dann so zwei, drei Figuren, die ein Buch zusammen machen. Da steht dann oben drüber HG oder HRG oder HRSG für Herausgeber. Und in dem Buch versammeln sich dann einzelne Texte, die wir auch zitieren können. Der dritte, nicht weniger wichtige Teil, der zitiert wird, sind Beiträge in Fachzeitschriften. Je nach Fachdisziplin ist die Gewichtung unterschiedlich. In Naturwissenschaften sind die Fachzeitschriften ganz weit vorne. In Sozialwissenschaften sieht es ein bisschen anders aus. Aber das sind die drei großen Texttypen, mittlerweile ergänzt um viele Online-Formate. Da wird es zu kompliziert für eine Coffee-Lecture. Auf dem Schreibportal komme ich nachher nochmal drauf. Könnt ihr dann nochmal die Details angucken. Hier ein kleines Beispiel, wie so eine Literaturliste aussieht, was diese drei Zitatbeispiele angeht. Das erste ist ein normales Buch, Jacques Rancière, Der Hass der Demokratie, Berlin, August Verlag. Ganz klassische Zitation eines Buchs mit Jahresangabe, Titel, Verlag und Verlagsort. Die zweite Angabe, Tilman Reitz 2017, Aufstand der Anteillosen in das Argument. Ja, das Argument ist da der Hinweis darauf, dass es eine Zeitschrift, eine Fachzeitschrift, in der der Text erschienen ist, mit den entsprechenden Seitenangaben. Und als nächstes kommt noch mal ein Buch und der letzte Eintrag von Dieter Rink ist ganz interessant hier, weil das ist ein Text in einem Sammelband. Da sieht man erst den Autor, die Jahreszahl, den Titel und dann innen, da kommen dann die Herausgeber, das sind viele Namen, diese Klammer mit HG für Herausgeber und Herausgeberinnen, Protest in Bewegungen, das ist also ein Sammelband oder in dem Fall ein Sonderheft im Leviathan. Leviathan ist wiederum eine Zeitschrift, aber das ist sozusagen von der Zitationsweise eine Art Sammelband. Das erstmal ganz grob zu dem, was wir zitieren. Wenn ihr euch später mal Zitationsdatenbanken anguckt oder Literaturverwaltungsdatenbanken, werdet ihr sehen, es gibt noch viel, viel mehr Varianten und Einträge. Aber das ist sozusagen die Basis, das ist der Standard. Dann zur zweiten Frage, warum zitieren wir eigentlich? Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe, auch da gibt es mehr. Ich würde es auf drei reduzieren. Das eine sind Zitate als Datenmaterial, als die Empirie, die gerade in sozialen und Geisteswissenschaften verarbeitet wird. Der zweite Grund für Zitate sind zum Stand der Forschung, also um zu zeigen, was andere Forscherinnen und Forscher gemacht haben, um die eigene Arbeit einzuhängen in den Wissenschaftsdiskurs. Und die dritte Form ist so eine Art Zitat als Verdichtung oder als Schmuck, wenn bestimmte Sachen schön sind, gut ausgedrückt sind, Spaß machen, kann man die in dem Text auch verbauen. Das ist noch eine dritte Variante für zur Frage, warum wir eigentlich zitieren. Ich möchte nochmal da ein bisschen genauer reingehen, weil das wichtig ist. Der erste Punkt, das ist eine beliebige Datenreihe, wie sie in anderen Forschungen verwendet wird, also jenseits von Zitaten. Es gibt auch Messinstrumente und Forschungen, wo viel gemessen wird. Zitate und Quellen sind in anderen Disziplinen das Gleiche, was anderen Leuten Datenreihen sind, Messungen sind. Das ist jetzt ein Screenshot von Zedlers Universallexikon für Historikerinnen und Historiker. Ist das Zitieren eine Grundlage, weil das Material ist, mit der historische Forschung im Wesentlichen arbeitet. Nicht ausschließlich, aber schon sehr wichtig. Diese Sachen müssen eben auch zitiert werden. Und das ist nochmal eine kleine Passage aus einem Interview. Auch das ist eine sehr beliebte Form der Datengenerierung in den Sozial- und Geisteswissenschaften. Auch das wird ausführlich zitiert und möglichst genau belegt. Dafür sind Zitate auch gut. Nächstes Element der Zitation ist der Stand der Forschung. Hier ist mal ein Auszug aus einem DFG-Antrag. Die DFG ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Da kann man Anträge stellen für Drittmittelgelder. Und da gibt es dann so Reihen mit Klammern, wo ganz viele Namen auftauchen, um zu zeigen, dass man den Forschungskontext kennt, dass man die Forschungslandschaft gelesen hat und sozusagen im Kontext der aktuellen Forschung unterwegs ist. Da werden dann recht viele
Literaturangaben an bestimmte Stellen hinten dran gepappt, um zu zeigen, die Leute haben das auch alle diskutiert, wir kennen das alles. Das gibt es auch im studentischen Leben für Hausarbeiten, Qualifizierungsarbeiten. Da gibt es auch häufiger mal Zitationsgründe, die den Forschungsstand ansprechen. Und als letztes Beispiel für zur Frage, warum eigentlich zitieren, das ist ja ein Beispiel für ein Zitat, das ich aus dem Text rausgenommen habe, den ich selber geschrieben habe. Das habe ich da einfach eingebaut, weil ich es schön finde, weil es schön verdichtet ist, weil es was ausdrückt, was ich selber so nicht hätte ausdrücken können. Das ist jetzt optisch im Text nicht zu erkennen, sondern es ist ein ganz normales Zitat. Aber die Funktion des Zitats ist ein bisschen anders als bei den anderen Zitaten, die ich vorher gezeigt habe. Das zum Punkt, warum eigentlich zitieren. Und da kommen wir zum dritten Punkt, das wie zitieren. Da gibt es ein paar allgemeine Sachen zu sagen. Der erste ist vollständig. Alle Quellen, die im Text erwähnt werden, sind auch im Verzeichnis drin. Nichts ist im Verzeichnis, was nicht auch im Text erwähnt wird. Es ist also 1:1 im Matching zwischen dem, was im Text aufkommt, vorkommt und dem, was in der Liste steht. Also ihr schreibt in die Liste nicht noch Sachen rein, die, das habe ich nämlich mal gemacht als Student, die euch noch so bewegt haben, die noch so spannend waren. In der Liste stehen nur Dinge, die auch im Text vorkommen. Das zweite ist eindeutig. Zitieren muss man immer eindeutig. Leserinnen müssen die Quelle exakt wiederfinden und im Zweifel prüfen können. Also ich muss gucken können, wo genau ist der Auszug, ist das Zitat, die Quelle her, um zu schauen, habt ihr das richtig zitiert? Ist das aus dem Kontext gerissen? Was steht davor, was steht danach? Dafür muss ich die Quelle eindeutig finden können. Jetzt ist eindeutiges Quatsch, das ist Mathematik. Ich muss die Quelle eindeutig finden können. So, der nächste Punkt ist, wie man zur Frage, wie man zitiert sind. Es gibt verschiedene Zitierstile. Es gibt sehr viele, die teilen sich aber im Wesentlichen in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ist die Inline-Zitation, in den Naturwissenschaften fast ausschließlich verwendet, soweit ich weiß, oder zumindest vorrangig verwendet. Und es gibt die Zitation in Fußnoten. Das ist eher eine klassische Variante, machen weniger Disziplinen, aber es gibt sie auch noch recht häufig. Zur Unterscheidung, damit man es genauer sehen kann, habe ich mal ein Zitat mitgebracht. Lasst euch nicht von dem langen Einzug da oben irritieren. Das ist von mir rausradiert, damit der Satz vollständig ist. Der ist eigentlich, gibt es da keinen Einzug. Aber das ist ein Satz mit dem Zitat drin. Und am Ende des Zitats gibt es eine Klammer und eine Literaturangabe. Ein Name, ein Jahr und eine Seitenzahl. Und passend zu dieser Literaturangabe gibt es einen Eintrag in der Literaturliste. Der Name und die Jahreszahl. Und über diese Hinweise, über den Namen und die Jahreszahl, kann ich eindeutig das Buch wiederfinden, aus dem das Zitat stammt. Das schlage ich auf, entsprechende Seite, und kann prüfen, ob das Zitat auch richtig abgetippt wurde. Das ist die klassische Inline-Zitation. Der Name kommt daher, dass die Zitation eben auf der Zeile im Text steht und nicht irgendwo anders. Die zweite Variante ist die Zitation in Fußnoten. Ist bekannt, was Fußnoten sind. Hier ist ein Beispiel, da ist ganz am Ende so ein kleine 1. Hier gibt es auch ein Zitat. Und da wird dann die Zitatangabe vollständig in der Fußnote abgegeben. Hier Hunter S. Thompson. Da brauche ich also nicht diesen Hinweis auf den Autor und das Jahr oder die Autorin und das Jahr, sondern über die 1 sozusagen, über die Verknüpfung der Zeit, der Zahl im Text und der Zahl an der Fußnote, kann ich die Literaturangabe eindeutig nachvollziehen. In der Literaturliste steht diese Angabe dann nochmal vollständig sozusagen drin. Das sind die beiden Grundtypen, die Hauptunterscheidung beim Zitieren. Es gibt ganz viele Varianten davon. Da komme ich auch gleich mit euch hin. Zwischendurch noch etwas, was ihr nun mal gehört haben sollt. Das ist für diese kurze Kiste hier ein bisschen zu ausführlich. Es gibt drei Typen, im Groben drei Typen, wie man zitiert. Direktes Zitat, immer in Anführungszeichen. Ein indirektes Zitat, häufig mit Konjunktiv 1. Oder wenn der Konjunktiv 1 sowas wie Löge voll hässlich ist, dann heißt es, nimmt man den Konjunktiv 2 oder mit Würde, schreibt man es dann. Also wenn ihr quasi indirekt über Quellen redet, die über irgendetwas sprechen. Das ist ein indirektes Zitat. Und das letzte ist ein sinngemäßes Zitat, wenn ihr sozusagen bestimmte Gedankengänge in einem ganzen Absatz aus einem Buch übernehmt, dann kommt da ans Ende ein Verweis und eine Quelle. Das sind so die drei Haupttypen. Es gibt manchmal auch so Mischformen, ist nicht so ganz einfach, aber die drei könnt ihr euch erstmal so ganz grob notieren. Und zum Schluss noch, oder fast zum Schluss, was gibt es für Zitierstile? Weil wenn ihr an der Uni angekommen seid, werdet ihr bemerken, dass es in sehr vielen Büchern, Texten, Zeitschriften sehr unterschiedliche Zitierweisen gibt. Ja, es gibt sehr viele. Ich habe hier mal das Repository von der Datenbank Zotero aufgemacht. Oder ich mache es gerade auf. Genau. Hier sind so eine ganze Reihe von Zitierstilen, die es gibt, also Varianten von Inline- und Fußnotenzitationen, sind hier verzeichnet mit ganz vielen Feinheiten. Hier ein Punkt, da ein Komma, da ein Doppelpunkt. Und wenn wir durchscrollen, scrolle ich schon eine Weile,
und immer noch eine Weile. Oh, das dauert wirklich lange. Und ich bin immer noch bei A. Ich bin immer noch bei A. Ich bin immer noch bei A. Oh, das ist so viele sind, wusste ich jetzt auch nicht. Ich dachte, ich komme schneller zu B. Jetzt beginnt B. Will heißen, es sind ungefähr 10.000 sind hier gelistet. Es gibt also mindestens 10.000 verschiedene Varianten, wie Leute zitieren, wie Zeitschriften zitieren, wie einzelne Professorinnen und Professoren zitieren. Die machen alle im Wesentlichen das Gleiche. Sie geben euch einen eindeutigen Hinweis, wo die Quelle eigentlich zu finden ist. Mehr machen die nicht. Also seid nicht irritiert, dass es dort so und dort so ist. Das sind alles nur verschiedene Spielarten des Immergleichen. Und ihr müsst dann gucken, was in dem Fach, was in dem Lehrstuhl gefragt ist und gemacht werden soll. Also nicht untergehen im Wahnsinn der verschiedenen Zitierstile. Das ist die Wissenschaft. Herzlich willkommen sozusagen. Und dann noch ganz zum Schluss der Hinweis auch beim Zitieren. Das Schreibportal ist immer eine Quelle. Die Studie-App unbedingt auch immer runterladen, nachgucken. Steht viel auch zum Zitieren drin.